Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Herr der Ringe Online. Ich habe hier gerade wieder ein altes Elbenpergament beschafft, also wieder eine Seite für die Quest. Und wir sind fast mit Huldwiss fertig, also kommen heute schon ins nächste Dorf. Und heute werden wir auch feststellen, wo Radagast wohnt. Das wird also ganz interessant werden. Radagast, seine Behausung sieht richtig cool aus. Da kommen wir heute auch noch hin. Die Leute von Blomgard scheinen euch kaum zu bemerken. Wir sind also im nächsten Dorf hier unter Huldwiss und können uns jetzt wieder mit weiteren Quests beschäftigen. In den letzten Let's Plays war es die Schwertefelder, war es Upp, wer ist Upp und noch andere Sachen. Aber jetzt geht es hier um Blomgard. Mal gucken, was hier so alles los ist. Ist auf jeden Fall ein ganz gemütliches Dorf, sieht fast nach Rohan aus, aber ist mitten in den Tälern vom Anduin. Warum ist es die ganze Zeit so düster? Manche NPCs sprechen jetzt sogar, das finde ich mal wieder schön. Und das Gespenst des alten Irren Upp. Auch hier wieder die Geschichte über Upp, aber Upp haben wir ja schon festgestellt, wer das ist. Hier ist es was anderes, hier müssen wir mal gucken, was denn da in den Kisten versteckt ist. Was könnte dieses Gespenst denn sein? Dieser Odulf hat auf jeden Fall ein bisschen Angst. Und wir gucken uns also dieses Dorf hier an. Ihr seht, so ein bisschen unter Rossgobel ist das Ganze. Wir müssen heute auch nach Rossgobel. Und da werden wir dann auch feststellen, wer da wohnt. Wir sind hier auf jeden Fall schon im vorletzten Dorf von den Tälern. Also wir nähern uns jetzt mit großen Schritten Minas Morgul. Aber jetzt werden wir erstmal hier mit denen sprechen, haben einiges abzugeben. Die Quests an sich lese ich nicht vor, ihr seht aber immer, was zu tun ist. Wir sollen mit Radagast sprechen und ich lasse euch ein bisschen das Ganze lesen. Ihr könnt gerne auf Pause drücken, wenn euch die Story interessiert. Ich kriege das immer mit, wenn ich nachher das Video schneide. So, und wie ihr mitbekommt, die reden nicht, also ab Update 25 in Minas Morgul reden die alle wieder. Hier ist ziemliche Sendepause. Da fehlen die Synchronstimmen auf Englisch oder Deutsch. Und es gibt eine Folgequest. Erstmal müssen wir jetzt Lerlat verteidigen. Es kommen Spinnen an. Aha, also hier sind wohl die Spitten so die Gegner. Mal gucken, was das für Spinnen sind. Das ist mal was Neues. In den Schwertefeldern waren es mehr Orks und Scharrer. Und vorher waren es Billwisse aus dem Billwissdorf, dann war es der irre Upp und jetzt sind es Spinnen. In den Tälern ist also ganz schön viel zu tun und jetzt hören wir uns noch Geschichten an hier vom Waldvolk, was denn hier so im Dorf passiert ist. Ich werde auch nicht jedes einzelne Gespräch hier mit euch führen, also jeden einzelnen Gegner oder so machen wir jetzt nicht zusammen. Ich werde das ein bisschen zusammenschneiden. So, und findet die Elben beim Beoringer Wachposten. Hierfür müssen wir jetzt weiter in den Süden. Irgendwo gibt es jetzt schon Elben. Wir sind ja jetzt schon ganz nah am Goldenen Wald. Ne, an dem Wald, wo man aus Moria rauskommt und dann bei den Elben landet. Also nicht auf der Seite vom Bruchtal, sondern auf der anderen Seite. Und jetzt haben wir hier noch, ja, normale Sachen, die wir sammeln müssen. Felssteine, wir sollen die Mauern verstärken. Das sind jetzt alles so Quests, die müssen wir natürlich auch mal machen, damit wir beliebter sind. Und hier im Dorf haben wir natürlich wieder Reliktmacher und einen Markstein. Und wir sprechen mal mit ihm. Die Ostbucht übertraf alle anderen Orte der Menschen an Pracht und Ruhm. Aha. Und wichtiger noch, sie war die Heimat meines Volkes. Ja, so lernen wir immer mehr. Da ist noch so ein Fass. Wir müssen ja irgendwie mitkriegen, ob da wirklich der Upp drin ist. Und jetzt seht ihr die Spinnen und alles. Das ist bis Rossgobel, also richtig großes Gebiet, was wir jetzt hier durchsuchen werden. Seid ihr hier, um zu helfen? Und jetzt ist es so. Wir haben rausgefunden, was in den Kisten ist. Es war nicht der Upp. Wenn ihr das hier lest, wisst ihr, was es war? Genau, ein Eichhörnchen. Und das war Wulmar. Sein Freund hat ihn hier geärgert mit
diese Monstergeschichten, mit diesen Geistergeschichten. Und den Wulmer müssen wir jetzt ausschimpfen gehen. Ganz lustig, dass wir jetzt mal wieder die Story vom Ob ein bisschen anders spielen. So, und hier müssen wir gegen diese seltsamen Spinnen kämpfen, die das Dorf jetzt angreifen. Wir müssen verteidigen. Das waren also 120er Spinnen. Ich bin natürlich schon überlevelt, aber die Täler sind nur bis 120. Die letzte Spinne flieht in den Wald. Okay, wir haben nicht alle bekommen, aber können jetzt hier Bescheid geben. Was müssen wir jetzt tun? Ich habe gute Dienste geleistet, das ist schon mal wichtig. Und sie haben eine verwundete Spinne bekommen. Aber es war keine Spinne, es war ein Mann. Aha, da kennen wir doch schon was. Aus dem grauen Gebirge, Erythmitrin. Da gab es doch auch einen Stamm von Spinnen. Männern. Und der ist jetzt hier gefangen, der Ungolodan-Krieger. Den können wir jetzt also mal aushorchen. Das ist ja mal was Schönes. Mal nicht nur gegen die kämpfen, sondern richtig mal mit denen sprechen. Aber wo ist er? Da. Da am Baum haben sie ihn gefangen genommen. So sehen die also von Namen aus. Heftig. Ja, der hat auch die Spinnenbeine auf dem Rücken. Flohbrut ist egal, was Fremdling will. Ah, jetzt weiß auch Radagast wieder was über die. Wir müssen also als nächstes zu Radagast. Wenn Megris befehlt. Wer Megris ist, weiß man nicht. Der verwundete Krieger behauptet, in den Schatten würden seltsame Stimmen nach seinen Leuten rufen. Hm. Vielleicht diese Spinne, Megris oder wie sie heißt? Wer ruft ihm bloß? Die Ungoledain. Ja, das würde eine Menge erklären. Wirklich eine Menge. Er kennt sich also gut aus. Ich habe sie gemacht und obwohl es ein Verbrechen war, hätte ich es besser wissen müssen. Aha, der hat diese Ungolodain gemacht, dass die sich in Spinnen verwandeln können. Ja, der mag ja Tiere. Die gestohlene Gabe. Jetzt sollen wir das Lager von denen finden und uns da mal genauer umschauen. Ich hätte vorsichtiger sein sollen, Garion. Ich bereute mein Geschenk. Genau. Also, das hat er wohl falsch gemacht und denen auch wieder abgenommen, soweit ich das weiß. Oder hat es jedenfalls versucht, wieder abzunehmen. Wir müssen ihr Lager finden und sie vor der Anführerin der Unglodain schützen. Mengris Takash. So war doch ihr Name. Aber wer ist Mengris Takash? Ich weiß es nicht. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Diese waren die Guradain, die Menschen des Wolfes. Aha, da gibt es dann auch noch die, die sich als Wolf verkleiden. Ist schon cool. Gestaltwandler auf jeden Fall. Ist der Radagast so anstellt, wenn man den mal hier durch den Wald laufen lässt? Das gibt's ja wohl gar nicht. Okay, und da scheint das Lager zu sein. Wir haben aber nicht nur das Lager vor uns, sondern wir müssen auch Steine besorgen und noch ein paar andere Sachen machen. Den hier zum Beispiel ausschimpfen, das müssen wir auch noch. Wulmer hat ein schlechtes Gewissen. Es tut mir leid. Das ist gut. Dann sei ab jetzt brav und weiter geht's. Wir haben das Eichhörnchen aus dem Karton genommen, aus den Kisten genommen und zu Radagast gebracht. Deshalb hat Radagast jetzt das Eichhörnchen bei sich sitzen. Ihr seht das links, wie niedlich, oder? So. Und damit haben wir wieder eine Quest hier abgeschlossen, können wieder weitermachen. Und jetzt müssen wir hier um dieses Dorf, um Blomgard herum aufräumen. Zum Beispiel Feuer fliegen. Und hier die Steine sammeln. Diese Steine brauchen wir, um die Mauern zu verstärken von Blomgard. Ja, und hier ist dann auch ein Signaturgegner, also ein Named-Gegner. Man muss den dann halt nur gut finden, der ist gut versteckt. Da vorne in einem kleinen Wäldchen ist der nämlich. Und da muss man eigentlich gar nicht hin.
Dann habe ich jetzt auch alles fertig wieder. Und jetzt kriegen wir hier von unserer Belohnung Blomgard in Not. Gibt wieder Ruf fürs wilde Volk. Sehr schön. Und ein Steinwurf. Jetzt haben wir Mauern repariert. Also auch das ist schon mal erledigt. Die Kleinigkeiten sind fertig. So, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gibt es erstmal keine Folgequest mehr. Jetzt bleibt fast nur noch dieses Lager der Spinnenmenschen. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt langsam mal hin. Oh, 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 was für Spinnenweben hier. Leerland. Mal gucken, was da auf uns wartet. Dafür, dass das eigentlich Menschen sind, können die ganz schön viele Spinnennetze hier hinhängen. Heftig, die feiern täglich Halloween. Die Gegenwart der Unglolidan ist deutlich erkennbar und verdunkelt den Wald. So, und da müssen wir jetzt ganz viel machen. Wir müssen Vorräte erledigen, wir müssen die Leute killen. Wir müssen hier auch noch den Chef natürlich suchen. Oh, hier haben wir jetzt viel, viel zu tun. Und hat er gesehen? Das war vorher so ein Krieger und jetzt ist er auf einmal eine Spinne. Und wieder zurück verwandelt. Faszinierend. Die Totems müssen wir auch kaputt machen, die da stehen. Ja, ist einiges. Und alles ist erledigt. Ich habe das jetzt alles mal schnell ohne euch gemacht. Das Lager ist relativ groß. Und ich bin zurück. Aber Odahild möchte gerne zuerst mit mir sprechen. Ja, das ist ja die Chefin hier vom Dorf. Die freut sich natürlich auch, dass wir da alles aufgeräumt haben. Das erste Unglodan-Lager wurde also zerstört. Ja, das habe ich gemacht. Wunderbar. Dann können wir jetzt wieder mit Radagast sprechen. Ein gutes Omen. Ja, klar. Wenn ich das zerstöre. Und dass eure Ankunft ein gutes Vorzeichen war. Ja, ist es. Jetzt wird es interessant. Es geht um mein Zuhause. Ich meine Rossgobel. Der Ruf der Mutter. Sprech mit Radagast. Es gibt eine türkise Kette. Sehr schön. Wisst ihr noch, was dieser Unglodan-Krieger Lobruk zu euch gesagt hat? Er meinte, seine Anführerin folge einem Ruf. Tja, was das für ein Ruf ist und wer diese Anführerin der Spinnen ist, das ist ja nochmal jetzt hier eine wichtige Frage. Sind diese Spinnen vielleicht der Grund, wieso die Anführerin der Unglodan nach Rossgobel gerufen wird? Ich glaube, wir sollten mal nach Rossgobel gehen, steht da. 376 in Türkis, ja, kann den einen Ohrring ersetzen und dafür machen wir jetzt eine Instanz mit Radagast. Ach, ist das schön, wenn man alles gut abgearbeitet hat, keine Quest mehr groß zu sehen, außer unten im Dämmertal und bei Huldwiss, aber jetzt geht's mit ihm hier weiter, auf in die Inni, ja, nochmal groß machen, damit wir auch alles lesen können. Das hier ist das Beoringer-Haus. Das ist also nicht da, wo wir jetzt hingehen, auch wenn es der Ladebildschirm ist. Ist aber der falsche sozusagen. Und wo landen wir denn jetzt genau? Also, ja, Balken ist schon fertig, aber es geht nicht weiter. Jetzt hängt mein Spiel. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Komm, einmal gegen Monitor treten. So, die Unglodeien haben Rossgobel erobert. Ich darf mein Schwert nicht gegen sie erheben, aber ihr schon. Schnell erobert Rossgobel zurück, während ich nach Hilfe suche. Okay, das war jetzt mal interessant. Da ist man mal ein paar Stunden, ein paar Tage nicht zu Hause und schon kommen die Spinnenmenschen. Es ist alles ziemlich grün hier, ziemlich dichter Wald. Man kann nicht wirklich weit gucken. Und ich weiß auch nicht wirklich, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Also Süden, Osten, Norden, Westen, keine Ahnung. Alles ist möglich. Theoretisch. Könnte man auch mal auf den Baum klettern. Aber hier unten, glaube ich, ist falsch. Also da sind jetzt nur Bäumchen zu sehen. Bei Radagast selbst waren ja schon irgendwelche Felsen. Ja, das ist auf jeden Fall die falsche Richtung. Auch wenn hier so eine niedliche Spitzmaus rumläuft. Aber da oben sind die Ruinen und da wohnt Radagast irgendwo. Also müssen wir uns da irgendwo reinkämpfen. Auch wenn es keinen Weg gibt. Aber jetzt habe ich auch schon einen gesehen. Sehr gut. Unglodeien bewachen den Pfad vor euch.
Also ich kann keinen Pfad erkennen, tut mir leid, ich sehe nur einen Felsen vor mir und ganz viel Gebüsch. Also von Pfad kann hier nicht wirklich die Rede sein, aber wir versuchen es mal. Also irgendwo hier oben müsste es lang gehen. Ja, vielleicht hier, nee, da. Ja. Genau, wir laufen einfach mal den Gegnern hinterher und wenn man das macht, dann kommen wir hier hin. Weitere Unglodein patrouillieren auf beiden Seiten der alten Elbenbrücke. Oh, sieht richtig gut aus. Da hinten sogar ein Anleger. So ein kleiner Hafen. Tja, da müssen wir jetzt erstmal hier durch diese Ruinen durch. Auch hier mache ich jetzt nicht jeden einzelnen Mob mit euch. Einfach nur, damit ihr seht, man kann die bekämpfen. Es gibt auch hier in der Instanz ein altes Elbenpergament. Findet man das dann nur in der Instanz oder kann man auch nachher hier rumlaufen? Gute Frage. Das war ja auch im Grauen Gebirge schon so, dass man manche von den ganzen Dokumenten von den Seiten nur gefunden hat, wenn man auch durch das Dungeon durchgelaufen ist. So, und da vorne ist noch einer. Jedenfalls haben wir die Brücke jetzt schon mal geklärt. Hier ist schon mal fast alles weg. Von der Quest her steht nur bezwingt Unglodein. Da steht nicht wie viele, wo oder was. Genau, hier, da vorne ist das Haus von Radagast. Da sehen wir es schon. Das sieht doch schön aus. Das ist also das Zuhause von ihm. So, mal alles ausblenden. Wow. Richtig romantisch, wenn es nicht regnen würde. Und wenn nicht die Spinnengegner da rumlaufen würde. So, nachdem wir alle gekillt haben, hier drüben, mein Freund. Das ist es. Radagasts Hütte. Mit ganz vielen Etagen, ganz viel Vogelgezwitscher. Sehr niedlich. Gute Arbeit, Roskobel ist fürs Erste in Sicherheit. So, und er kann mir helfen. Mal gucken, wie er mir hilft. Es nähern sich weitere Ungoledein. Oh Mann, oh Mann. Also wird doch noch weiter gekämpft. Da habe ich gedacht, wir sind fertig. Und dann kommt hier noch so eine Welle von Angreifern. Sie kommen! Da, ich sehe sie. So, so wirklich helfen tut er nicht. Er steht eh rum. Ich kann euch helfen, sagt er gerade in der Quest. Und jetzt guckt er einfach so gemütlich zu. Wenn ich nichts tun würde, würde er sich sogar schlagen lassen. Gibt's ja gar nicht. So. Ach ja, er hat ja gesagt, er darf kein Schwert gegen die erheben. Okay, dann nicht. Haltet sie beschäftigt, dann wird alles klar werden. Okay. Da kommt eine dicke Spinne. Mengris, das ist die Anführerin, von der eben die Rede war. Wieso stellt ihr euch unserem einzigen Wunsch entgegen? So, Signaturgegner dürfte klappen. Ihr werdet für eure Taten sterben. Dieser Ort ist heilig, sagt Mama Munkwit. Wir sind dem Ruf gefolgt und doch zieht er uns noch immer an. Irgendetwas stimmt nicht. Mama Munkwit, sprecht mit mir. Was habt ihr getan? Was ich schon längst hätte tun sollen. Ich habe euch das Geschenk weggenommen, das ihr gestohlen habt. Jetzt könnt ihr euch nicht mehr verwandeln. Ihr könnt eure Gestalt nicht mehr wandeln. Uff, es war alles so offensichtlich. Jetzt ist gar nichts mehr. Ich kann den Ruf von Mama Wukwit nicht mehr hören. Hört auf mich, meine Brut. Wir müssen uns zurückziehen. Ich habe die Wahrheit gesehen. Dieser Ort ist es nicht. Mama Wukwit möchte, dass wir weiter nach Süden ziehen. Sie wartet an einem Berg aus Schatten. Wir müssen aufbrechen. Was tut ihr da? Hört ihr mir überhaupt zu? Nein, nein. So, okay. Also, die Spinnen waren nicht mehr unter seiner Kontrolle. Das war es erstmal für ihn. Ihr werdet hier nicht länger bleiben. Verlasst mein Heim. Oh, und jetzt kommen auch noch dicke Bären. So. Die Spinnen rennen. Vielen Dank für eure Hilfe, meine Wald. Freunde. Sehr schön. Nein, nein, das sind keine Beoringer, Garen. Das sind Bären. Ich hätte gedacht, das sind Beoringer. Es ist vollbracht. Die Unglodein sind vertrieben.
Sehr schön. Und jetzt haben wir hier Rosgobel wirklich als Gebiet, was wir besuchen können. Er hat noch immer sein Eichhörnchen dabei. Und wir kriegen eine dicke Belohnung. Geschnitzte Ohrringe. Geschickt gefertigte geschnitzte Ohrringe sogar. Weil mit Beweglichkeit. Sie reisen nach Süden. So wie die Spinnen aus dem Düsterwald. Es ist Kankra. Nicht Ifatemel, natürlich nicht. Kankra ruft sie. Kankra. Oh wei, oh wei. Da habe ich gehört, da gibt's doch den nächsten Raid im Minas Morgul. Lauscht dem ersten Abschnitt von Taura Lindele. Ein Lied im Wasser. Okay, jetzt kriegen wir eine singende Schale. Sehr schön, als Housing-Item. Und müssen hier einfach uns ein bisschen umgucken und dem Lied lauschen. Das machen wir noch, würde ich sagen. Und dann sind wir für heute auch durch. Radagast hat ja jetzt mal wieder eine gemütliche Quest. Und los geht's. Das ganze Lied ist also ein Schutzzauber. Und dann haben wir hier noch eine Folgequest. Repariert die Vogelhäuser. Okay, also auch hier noch was für nebenbei zu erledigen. Vogelhäuschen und Musik. Und dann gibt es hier Karte nach Rosgobel, wenn wir diese Eichenblätter hier bekommen. Und da gibt es hier noch ganz viel anderes. Ein goldenes Schaf, sehr schön. Und Rahmen des Freundes von Rosgobel, auch nicht schlecht hier für meinen Avatar. Tja, dafür müssen wir aber ganz viele von dem seinen Aufgaben erledigen. Ja, und das sind dann Aufgaben, die natürlich wiederholbar sind. Das hier sind jetzt normale Aufgaben, also nicht wiederholbare. Das muss man einfach mal machen, die Vögel da irgendwie reparieren, die Häuschen. Das Lied aktivieren. Ah, wo müssen wir das? Das Schutzschild. Aber nachher gibt es dann halt viele, viele Tagesaufgaben, wiederholbare Aufgaben. Und dafür kriegt man dann diese Lorbeerblätter. Ich muss aber nicht hier unbedingt die ganze Zeit hin. Also mir ist es nicht so wichtig, dass wir öfters in dieses, ja, Rosgobel porten können. Weil, wie gesagt, danach kommt Minas Morgul. Da muss ich viel porten. So, hier haben wir schon mal einmal dem Lied zugehört. Jetzt können wir hier auch noch das Lied aufschreiben. Und das müssen wir noch an mehreren Punkten machen. Ja, hier an diesem See müssen wir also ziemlich viel reisen. Das war schon 7 Minuten bis 10 Minuten nur Geschwimme und Gereise, bis man die ganzen Punkte abgeklappert hat. Die habe ich jetzt auch wieder abgekürzt. Und ja, danach kommen noch die Quellen des Langflut. Also darum brauche ich nicht unbedingt das Rosgobel zu machen. Wenn man natürlich hier schnell mit Update 24 fertig war, Teller des Anduin, als das rausgekommen ist, dann ist sowas natürlich immer ein schöner Zeitvertreib. Aber das war halt leider nicht so. Das Update ist jetzt schon wieder lange, lange auf den Servern und ich komme einfach nicht hinterher mit den Inhalten. Und von daher, tja, wird Rosgobel von mir nicht so viel besucht werden in Zukunft. Ich mache nur die Hauptquests jetzt. Und jetzt müssen wir ganz ans andere Ende hier. Und das habe ich jetzt alles erledigt. Quests sind fertig. Und er lauscht aufmerksam dem Lied. Schutzzauber wiederhergestellt. Aber jetzt sollen wir auch noch das Gewässer untersuchen. Och man, er hat aber auch immer Aufgaben für uns. Ja, was er da sagt, kann ich euch nicht genau sagen. Ist das jetzt Elbisch? Oder Latein oder irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall sollen wir noch mal nach dem Gewässer da vorne schauen. Ah ja, da sehen wir auch schon was leuchten. Und das ist doch auch schon eine schöne Sache. Gehen wir ein bisschen schwimmen hier. Und da sind brillante Schuppen drin. Das Wasser schimmert. Ah, das ist schon schön hier, dieser Anleger, muss man ja sagen. Aber trotzdem, das war Rosgobel. Das war Radagasts Heim und das war die Befreiung, die Instanz und Blomgard. Jetzt haben wir einiges wieder kennengelernt und das war's für heute. Was jetzt noch weiter im Süden auf uns wartet, was noch in den Schwertefeldern zu tun ist und was da noch woanders ist, das kann ich euch noch nicht verraten. Das seht ihr in den nächsten Let's Plays. Auf jeden Fall dauert es nicht mehr lange bis Minas Morgul, also schaltet wieder ein. Macht's gut, bis demnächst.